Moin Moin, herzlich willkommen auf einen wunderschönen frühlingshaften Samstag. Es ist wieder soweit. Ein Unboxing folgt, das erste im Jahr 2019. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich weiß natürlich, was drin ist und ich habe auch schon einmal reingeschaut, um zu gucken, ob alle Tiere gut angekommen sind. Und ja, wir gucken da sofort rein, aber natürlich möchte ich die Börse in Rendsburg am 31.03.2019 gerne erwähnen, wo wir natürlich auch wieder als Aussteller vor Ort sein werden. Alle Infos könnt ihr natürlich bei mir auf der Homepage sehen oder unter, wie ihr es unten seht, www.terrabörsen.de. Ne? Ich werde dafür nicht bezahlt, ich mache das einfach, weil ich diese Börse wirklich gut finde, weil sie mir im Herzen liegt und weil das einfach nette Leute sind. Deswegen ein kurzer Werbeblock für die Leute und natürlich auch für mich. Ich freue mich, wenn ihr alle auch da auftaucht. Ne? Ganz klar. So, wir schauen einmal rein. Jetzt habe ich das hier einmal einfach zugeklebt. So. Und natürlich ist der Flyer auch gut, um Adressen zu verdecken. So, wir schauen rein in das gute Stück. Ja, was sehen wir auf den ersten Blick? Viele kleine Dosen. Es geht erst langsam los, deswegen ist noch gar nicht so viel beim ersten Mal mitgekommen. Aber trotzdem sind da bestimmt wunderschöne Tiere bei. Die kennt ihr natürlich alle, die Geißelspinnen. Da kommt auch noch ein ganz neuer Schwung dazu. Ich guck gleich mal, was für ein Geschlecht die haben. Und ja, wenn das richtige Geschlecht dabei ist, kommen die natürlich bei mir mit in den Zuchtstamm. Ja, wisst ihr ja, ich züchte die jetzt auch wieder selber. Und da kann man eigentlich nie genug von haben. Dann haben wir hier Tonki Bolos Dolfusis, die Regenbogen-Tausendfüßler. Die sitzen alle hier unten, aber alle topfit, alle gesund, alle gut beieinander. Oh, schöne Größe. Wunderbar. Freue mich wahnsinnig drüber. Auch eine meiner absoluten Lieblingstausendfüßlerarten, Tonki Bolos Dolfusi. Dann haben wir hier für die Skorpionliebhaber den schwarzen asiatischen Skorpion. Ne, da haben wir auch wieder ein paar von mit am Start. Die findet ihr natürlich schon bei mir im Shop. So wie alles andere ebenfalls auch, bis auf die Geißelspinnen. Jo, dann haben wir hier die heiß ersehnten Krabben. Ich werde mal die Kamera kurz ein bisschen anders stellen, damit wir besser reingucken können. Ja Leute, hier haben wir die erste Art, Green Emerald. Ich werde mal vorsichtig den Deckelchen aufmachen. Ich hoffe nicht, dass sie gleich alle los aus der Dose sprinten wollen. Aber wir schauen mal. Vorsichtig natürlich. Ah, hier vorne kann man auch einen Kollegen sehen. Da läuft er. Also wirklich schöne Tiere. Oh, du bist aber übermütig. Der ist noch gar nicht so schön grün gefärbt. Hier unten sind noch grünere Tiere. Na, ja, ich hab's gewusst. Also, wirklich tolle Crabs. Das war jetzt gar nicht meine Absicht, dass der Kollege bei mir auf die Hand klettert. Ich wollte einfach nur mal kurz in die Dose schauen, weil hier unten sitzen noch welche. Also wirklich tolle. Du bist aber mutig. Aber wenn du mich jetzt beißt oder kneifst, Alter, dann bist du der Erste, der verkauft wird. So, rein da. Also die sind wirklich quicklebendig und munter. Tolle Tierchen. Was haben wir hier? Ach, da hat er mir einmal ein Probepärchen von mitgegeben. Das sind die mit den schwarzen Beinen. Ja, kann man schön sehen. Auch tolle Tiere. Na, na, na. Oh, Bruder. Die sind auf jeden Fall extrem aktiv, das ist wunderbar. Hier, bevor jetzt alle hier noch raus abhauen. Schön aufpassen, dass wir nichts einklemmen. So, dann haben wir die Hagen. Die kennt ihr schon, da habe ich mal einen Haltungsbericht zu gemacht. Die habe ich ja persönlich auch immer noch. Und ich habe ja ein trächtiges Weibchen.
Also, oh nee, das, ich glaube, das wird ein bisschen, nee, das wird ein bisschen tricky. Ja, die Hagenkrabben, auch alle super aktiv, so wie ich das jetzt momentan sehen kann. Die werden gleich umgesetzt mit einem schönen großen Wasserbad, damit sie sich alle einmal wieder nass machen können. Ist ja ganz wichtig bei Krabben. Und ja, sehen auf jeden Fall alle quicklebendig gut aus, schön gefärbt. Natürlich ein bisschen durch den Stress sind sie ein bisschen dunkler gefärbt, auch durch die Dunkelheit der Box, ist ja ganz normal. Ja, die sind auch fit. Dann haben wir hier die Timbaliere, diese schwarz-gelben oder orange-gelben, würde ich, na, orange nicht hier, sag mal schnell, lila-gelben, auch alle super aktiv, alle fleißig am Rumflitzen, also auch wieder toll. Die Farbe kommt noch ein bisschen, wenn die sich ein bisschen beruhigt haben, ne? Ist ja klar, so eine Reise und so. Und dann haben wir die Discos. Also Disco heißt diese Art. Ich finde die mega, weil die diese orangefarbenen Augen haben. Also wirklich toll. Freue mich wahnsinnig drüber. Ich werde mir auf jeden Fall von jedem angekommenen Arten ein Pärchen beiseite legen und bei mir selber ins Terrarium setzen, weil ich finde die einfach mega toll. Krabben sind einfach mega toll. Ein schönes kleines Wasserteil dazu, ein Landteil dazu und die Tiere danken euch das. Ja. Haltungsvideo von den Hagen habe ich ja schon gemacht. Von den anderen Arten werde ich natürlich auch ein Haltungsvideo machen. Gar kein Thema, denn ja, eigentlich werden sie alle ziemlich gleich gehalten. Temperatur und so ist ein bisschen unterschiedlich. Aber auch die sind aktiv am Wuseln. Finde ich mega toll. Die Fliege hier nervt mich schon seit 10 Minuten. Ja, also die sind auch gut angekommen. Klasse, freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich werde jetzt hier die Tiere versorgen. Und ja, wenn ihr Bock auf die Tiere habt, könnt ihr bei mir im Shop vorbeischauen. Adresse steht natürlich unten in der Videobeschreibung, kennt ihr ja alles. Und in diesem Sinne würde ich sagen, teilen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Samstag. Ciao!